Tja, ahoi Freunde, ich bin's mal wieder und so 3 Wochen bevor es losgeht auf die längste Kreuzfahrt meines Lebens, 4 Wochen zusammen mit Udo, auch so ein 80-prozentiger Rentner, also ich bin 100-prozentiger Rentner, nein, nicht 100-prozentiger Rentner, aber das ist ganz gut. Habe ich mir gedacht, ich erzähle euch noch mal ein bisschen mal was über die Route, die ich mache. Ich habe dieselbe Route, die wir jetzt im umgekehrten Sinn machen, ab circa 3 Wochen. Habe ich schon mal mit meiner Tochter im Jahr 2000 gemacht. Da sind wir von Genua nach Alexandria, haben da ein bisschen Pyramiden gemacht. Durch den Suezkanal und dann Jordanien und Petra und dann weiter auf die Seychellen und Mauritius und Madagaskar und so die Ecke. Es waren aber nur 3 Wochen und dieses Mal bin ich ganze 4 Wochen unterwegs. Also die längste Tour, die wir gemacht haben. In circa 3 Wochen geht's los von Frankfurt mit dem Flieger nach Kapstadt und von dort aus dann aus Schiff und auf der linken Seite, die Maus ist jetzt da, seht ihr die Route Kapstadt. Geht's los und dann haben wir ja schon wieder Erholung auf See. Übrigens, bei so einer langen Reise ist klar, wenn man so, wie man hier sieht, ja schon einige Tage nur im Indischen Ozean unterwegs ist, dann hat man natürlich auch ein paar Seetage dabei. Und wenn die Seetage so werden wie beim letzten Mal, das waren dann im Indischen Ozean doch ein paar Stürme, aber ich bin das mittlerweile gewohnt. Das ist ja schon dieses Jahr meine 4. Tour, die ich auf dem Schiff unternehme. Im Januar habe ich ja begonnen, das Mittelmeer und den Atlantik ein bisschen unsicher zu machen. Und jetzt, wie gesagt, geht es ab Kapstadt über Durban und La Réunion, Mauritius und dann hier hoch bis Kreta, Salerno, Rom und dann Genua, wobei ich heute schon wieder gesehen habe, dass ich irgendwie ein Apartment gesehen habe in Kreta für eine Person. Das kann man 3 Wochen buchen am Ende der Reise, also Mitte Mai, für 350 Euro. Also da habe ich mir schon gedacht, ob ich dann nach Haus fahre bei 3 Wochen nach Kreta. Das ist dann schon schwierig, ob ich einfach mal Udo davon überzeuge, deswegen Kreta aussteigen, weil ich meine, so als Rentner in Deutschland ist es teurer, als hier solche Touren zu machen. Das, ich habe den Preis für die Kreuzfahrt, habe ich ja auch schon mal erklärt. Also wir liegen da unter 50 Euro pro Nacht bei Vollpension und wenigstens mal Kaffee, Tee und so weiter dabei. So, hier nochmal was zu der Route. Also wie gesagt, Durban und dann Réunion, Mauritius. Schön ist, dass wir 2 Tage Zeit haben in Mahé, um da mal ein Boot zu nehmen auf diesen Traumstrand, den jeder kennt von den Seychellen. Den können wir mal einen Tagesausflug machen mit so einem Tragflächenboot. Das ist dann recht schnell und da kommen wir dann von Mahé nach Ladik. So, dann geht's erstmal lange auf See vom irgendwie 14. Tag bis zum eine Woche lang, fast eine Woche lang. Das wird, naja, da werden wir uns irgendwie auf dem Schiff dann gewissermaßen vergnügen dürfen. Dann geht's nach Aqaba, dann kann ich vielleicht nochmal irgendwie nach Petra kommen. Das war auch damals, ich mit meiner Tochter schon mal war, das hat mich auch fasziniert. Dann kommt die nächste Faszination. Ich hoffe, dass kein Schiff stecken bleibt, sonst können wir da nicht durchfahren. Dann geht eine Fahrt durch den Suezkanal, dann gibt es wieder Erholung auf See. Wie gesagt, am 25. Tag wären wir dann in Heraklion. Die Frage taucht auf, ob man dann Salerno und Civitavecchia fallen lässt, also Rom. Weil es sind ja insgesamt 28 Tage und in Kreta aussteigt, wenn man schon da unten ist, da muss man nicht mehr hin. So, vielleicht hat einer Spaß daran, jetzt dürfte das funktionieren. Ich habe mal noch ein Video von dem Schiff, dann seht ihr auch mal, wo wir unterwegs sind.
und habe den Eindruck, wie es auf so einem Last-Minute-Kreuzfahrtschiff für einen Preis von einem Hostel in Mallorca dann aussieht. Fitnesscenter ist ja fast so groß wie kleineren Fitnesscenter unten. Das ist ja lustig. Naja, wir brauchen ja in einer Woche auch ein bisschen Unterhaltung mit Whirlpools und verschiedenen Restaurants. Ah, Kinder haben wir auch. Wenn wir uns Kinderparadies geben, gibt es ein Bällebad. Da können wir uns dann die Woche vergnügen, wo wir auf dem Meer sind. Ja, jeden Abend dann natürlich anständiges 3, 4, 5 Gänge essen. Man kann sich da ja einiges rausholen. Und das Theater. Zocken können wir noch. Aber tja, kleiner Eindruck von unserem Schiff. Tja, wir müssen hier trotz alledem muss man unheimlich viel organisieren, weil 4 Wochen ist ziemlich lange. Und wenn man günstig fliegen will, dann hat man tatsächlich nur, also wir sind jetzt relativ günstig mit Condor nach Südafrika gekommen, aber das bedeutet 8 Kilo Bordgepäck und 20 Kilo im Koffer für 4 Wochen. Also mein Freund Udo meinte ja schon, ja, aber da gibt es ja auch ein Captain's Dinner und eine Gala-Nacht und was ziehen wir denn da an? Habe ich gesagt, bei den 2 Anzügen, die du da für diese 2 Veranstaltungen auf dem Schiff brauchst, hast du ja schon alleine 20 Kilo mit deinen Hemden. Habe ich gesagt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das nicht unbedingt braucht. Also man muss dem Captain nicht unbedingt die Hand schütteln. So, das war ein kleiner Eindruck. Wie gesagt, wir sind noch. Also ich habe mir extra eine Gepäckwaage gekauft, weil ich finde das am allerschwersten, wie bringe ich auch bei meiner Technik, ich habe ja dann einige so ein Kameras und Mikrofonen und ich habe jetzt den Laptop gegen ein Tablet getauscht, hoffe, dass das durchhält, aber ich glaube, wenn man das Handy noch dabei hat, dann hat man immer einen Ersatz, weil beim Tablet ist auch eine Tastatur dabei. Dann könnte man wieder die Tastatur und sogar eine Maus dabei, eine Bluetooth-Maus. Und dann könnte man die Tastatur auch ans Handy hängen und könnte damit seine ganzen Stories fahren, die ich ja unbedingt machen will. Das ist das Einzige, was noch mal ein bisschen Geld kostet, ist, dass ich also immer ein Satelliten-Internet-Paket buche für diese Reise. Und das liegt aber unter 10 Euro pro Tag, aber das ist es dann wert, weil man dann hoffentlich auch hat. So, das mal so ein kurzer Abriss. Ich werde jetzt mich in Zukunft auch während der Reise öfters mal mit so einem Menschen nennen das Vlog. Ich habe gedacht, wenn das jeder kann, gerade bei so einer großen Reise ist das bestimmt interessant, wenn man die Reise auch visuell begleitet. Also, jetzt hoffe ich, dass mein Video auch funktioniert hat, weil die Technik, die ich alleine hier habe, mit dem Mischpult und Ton und Webcam und mit einem Screen Grabber, der auch gleichzeitig eine Kamera einblendet, die ich auch wiederum über den Bildschirm schieben kann. Also das ist schon lange etwas gewesen, was ich mir gewünscht habe, weil das lässt sich natürlich einiges an Informationen dann rüberbringen. So, ich wünsche euch eine gute Nacht. Falls jemand das sieht, ich bin jetzt genau bei, Achtung, 5, 4, 3, 2, 1.